Ja, und ich bin's wieder, Kesunai Haran, hier mit meinem Let's Play von Pokémon Gelb. Beim letzten Mal haben wir den Felstunnel betreten und befinden uns auch immer noch in diesem. Ja, irgendwie müssen wir ja hier raus. Auf die andere Seite. Haha, kannst du mich besiegen? Ja. Ich denke schon. Kleinstein. Oh Mann, ey. Viel zu viele Kleinsteine. Zu viele kleine Steine. Die so klein sind. Puh. Oh, es kann sogar schon Steinwurf. Krass. Haha. Noch ein kleiner Stein. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stein. Noch ein Stein. It was very effective. Geil. So, Georock. Ich glaube, das kann jetzt Gyarados machen. Nicht, weil ich dieser Knosp nicht zutraue, nein. Sondern weil Rankenhieb langsam keine AP mehr hat. That's a problem. Und jetzt, wo ich gerade gucke, aus irgendeinem Grund hat sich bei mir das Internet abgeschaltet. Why? Ups, das war zu viel des Guten. Naja, wie gut, dass ich zum Aufnehmen kein Internet brauche. Ich trainiere lieber meine Muskeln als mein Gehirn. So siehst du auch aus. Schutz wirkt nicht mehr. Okay. Problem solved. Aha! Du besitzt einen Pokédex? Cool! Ich möchte auch einen haben. Dann geh zu Professor Euch. Vielleicht gibt er dir einen. Aber nur vielleicht. Aber besiege erstmal mein Vieh. Was ich bezweifle, dass du es kannst. Nicht mit Fleckmon. Na. Da ist schon wieder noch ein Fleckmon. Alter. Ich höre komische Geräusche. Das ist gruselig. Hör auf damit. Ach ja, epileptische Anfälle. Wir kennen und lieben sie. Ach, ich bin ja so neidisch. Bist du jetzt Pussy oder was? Gibst du mir den Pokédex, wenn er fertig ist? Nein! Dude, ich kenn dich nicht! For fuck's sake! Huh? Komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nah! Ich hab Blitz an! Jesus! Wenn du so Angst im Dunkeln hast, bring eine Taschenlampe mit! For fuck's sake, ey! Ich bin nicht euer Babysitter! Oh nein, nicht Giftpuder. Fuck you. Gleich tausche ich aus. Gleich tausche ich aus. So gruselig. Oh, das ist mies. Das ist eine böse Kombi. Oh nein. Ha, fuck you. Pipi. Ah! Nach dem Sieg brockt das Gift nicht. Das ist schön. War mir nicht sicher, ob das schon damals schon so war.
Ist das eigentlich heute auch noch so? Ich weiß es gerade nicht. Es war zu dunkel. Ich hab Blitzen! Ich habe im Tunnel einen Maschok gesehen. Das kann nicht sein. Wilde Maschoks gibt's hier nicht. Moment mal! Wo kommt jetzt aber der Superball her? Hab ich denn die ganze Zeit übersehen, ich Trottel? Ich sehe schon die Kommentare, wie sie wieder ausrasten. Hey, wieso machst du Schutz? Das ist doch ein Superball! Ja, meine Fresse. Ich hab halt nicht hingeguckt. Sorry. Du bist jetzt Pokémon. Lass uns kämpfen. Warum war hier diese Lücke? Habt ihr diese Mega-Lücke gesehen? Was ist das Leerzeichen? So, ratzfatz. Fritzel, 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 Fritzel. Ha, das wollte ich erreichen. Level 30. Und noch ein Ratzratz. Yay! Yay! Tauboga! Yay! Das schaffst du! Yay! Ich glaub an dich! Ruckzuck hiebst ihn kaputt. So. Und Knuffenser. Knuff, Knuff, Insa, Insa, Knuff, Knuff, Insa, Insa. Dam, 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 dam. Statusprobleme zum Kotzen. Nein, hör auf zu schlafen, bitte. Da schlafe ich noch rein. Stop sleeping! Stop sleeping! Stop sleeping, please! Alter! Wie nervig! So, fuck you. Hahaha. So gehört sich's. Du bist ein harter Brocken. Danke. Puh, ich bin ganz nass geschwitzt. Oh, ich will nicht an sowas denken. Girl. Ups. Wollte tauschen. So. Wieso kriege ich solche Informationen? Please. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Also ein Trainer, der es wirklich wegen der Pokémon alles auf sich nimmt und nicht wegen irgendwelcher Scheiße. Was selten. So, also jetzt, von den Pfadfindern ausgesehen. Ja, die Pokémaniacs, ja, sowieso. Die sind sowieso da wegen der Pokémon, aber ich meine jetzt hier wegen der anderen. Es liegen überall Münzen verstreut. Geil! Geld! Mad Cashio! Mirapler! Hi! Ach, Mirapler. Es guckt so angekifft. Ich glaube, ich gönne mir jetzt da nochmal ein Schlücksche. Muss ja auch mal sein. Hey, komm mal, jetzt ich trinke.
Oh Mann. Setzen Wirbelwind ein, ob... Wirbelwind ist eine Drecksattacke! Warum versucht ihr es überhaupt? Alle meine Pokémon wurden besiegt. Tja, ne? Und Geld! Aber sahst du so süß und harmlos aus. Sag das nochmal zu einem Jungen. Wow. Jesus. So, Felstunnel, Azuria City, Lavandia. Und da ist schon das Ende des Tunnels. Oh mein Gott. Wollen wir die noch bekämpfen? Ja, komm. Hi! Ich bin nicht fit. Ja, das ist scheiße. Aber trotzdem bekämpfe ich dich. Und das schaffe ich sogar noch mit einem paralysierten Glutexo. Wieso versuchen sie das alle? Wie nichts trifft bei denen. Wahnsinn. Das ist ein interessanter Trend geworden. Alles, was mit Wirbel irgendwie endet, trifft gar nicht. Sie versuchen es immer weiter mit Wirbelwind. Ich fühle mich von vielen Wandern erschöpft. Ja, tut mir leid. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Viele Pokémon in dieser Gegend sind grob. Ich wünschte, eines wäre rosa und trüge ein Blumenmuster. Und dieser NPC hat ein Pokémon in der Zukunft vorausgesagt. Rosa mit Blumenmuster. Das ist bei... Das ist späterem, fünften Generation. Somnian. Könnt ihr ja mal googeln. Was ich aber bezweifle, dass ihr es tun werdet, weil ihr alle hier fünfte Generation gespielt habt, also schwarz-weiß. So. Garados, komm. Hi. Ha, 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 ha. Oh, er lacht. Aber doch hoffentlich nicht aus. Ja, du hast so aus. Blutstrahl. Und ein Onyx. Und nochmal, Blubstrahl. Mächtig. Und der Typ besiegt Wanderer. Haha, hahaha, tschi! Gesundheit. Diese verdammte Erkältung. Oh, geh zum Arzt. Mehr kann ich auch nicht sagen. Außer, geh zum Arzt. Das sind manche Menschen. Ich könnte jetzt den Aether benutzen. Soll ich das denn? Oh, by the way. TM gefunden. Teleport, what the fuck? Soll ich Aether benutzen? Ich soll es sonst ungern machen, aber... Welche Attacke? Okay. Aber das bleibt eine Ausnahme.
Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Das ist so schön für dich. Alex, ich wusste es. Ja, deswegen. Na, 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 no. Und ein Georock. Das sieht so. Die Pose von Georock ist so cool. Die ist genauso gut wie die von Smogon. Level 29. Ich kann wieder klar denken. Ah, ich war high. Ich hab von Bergluft die Nase gestrichen voll. Was? Was ist passiert? Was ist passiert? I don't get it. Ihr seid alle gruselig. Hey du, möchtest du meine Pokémon sehen? Das ist eine Falle, ey. Soll ich dir mein Pokémon zeigen? Nein! Oh, Fracasso. Ja, damit. Das umarmen und knuddeln. Fracasso. Mein Baby ist gut. Nicht weinen. Da werde ich Mutter. Komm. Meine Fracasso. Es vermisst seine Mama. Und ein Flügmann. Ach komm, Pikachu. Alle anderen sind gerade zu angeschlagen. Oder haben Typ Nachteil. Einmal den Epileptischen und dann haben wir es doch. Yes. Der Typ hat's mal wieder gerissen. Nein, meine Pokémon! Tja, steht dir der Pokémon das nächste Mal nicht so... Demonstrierend einen anderen vor die Nase. Ich nehme dir übel, dass du mich besiegt hast. Ja, schön für dich. Und wir sind da. Das ist nicht das Schild, das ich wollte. Verdammt! Sylphscope. Macht das Unsichtbare sichtbar. Sylph Corporation. Nee, ich wollte hier Dings. Da. Lavandia. Die edle violette Stadt. Und der Ursprung einer der krassesten Creepypastas. Ach ja. Das Lavandier-Syndrom. Dun, 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 dun. Na komm, dann erkundigen wir erstmal diese schöne Stadt, bevor wir den Part beenden. Team Rocket würde für Gold alles tun. Fracasso trägt auf dem Kopf eine Schädelmaske. Man zahlt dafür eine Menge Geld. Ich habe gesehen, wie Tragossos Mutter vergeblich versuchte, Team Rocket zu entkommen. Vergeblich versuchte, ja, ja. Die Story. Bei der hier irgendwie kaum einer wirklich sagen, wirklich aussprechen wollte, dass Team Rocket gezielt ein Pokémon umgebracht hat. Aber es ist passiert. Die haben ein Pokémon gekillt. Oh Mann, ich will
Ich will doch nur hier Dings überprüfen. Nur was überprüfen. Box 2. Okay, alles ist auf Box 2 gelandet. Sehr schön. Wie geplant. Just as planned. So, dann wollen wir mal. Ich hab doch hier keine Rabe. Wir betreten erstmal einmal das Haus, damit können wir voll und ganz die Musik genießen. Gleich. Denn dieser Typ da... Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nein, danke. Komm vorbei, wann immer du magst. Der gute alte Namenbewerter, bei dem man Spitznamen ändern kann. Ach ja, und ich gehe by the way noch einkaufen, dann können wir erkunden. Hi John Lennon, ich bin nicht John Lennon. Ach, du hast nur Superbälle. Ach, das ist gut. Das gefällt mir. Dann kaufe ich mal 10 Stück davon. Habe ich gerade einen Nugget zur Verfügung? Oder habe ich den schon verkauft? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe den schon verkauft. Oh, mein Gedächtnis. So, super Tränke. 10 Stück. Oh, das sind sogar Beleber, wie cool. 10 Stück, bitte, danke. So, Fluchtseil, Superschutz. Geil. Gegengift, Feuerheiler, Eisheiler, Paraheiler. Ich glaube, Paraheiler wären ganz okay. So, das war's. So, tschüss, John Lennon. Ich bin nicht John Lennon. So, jetzt erkundigen wir aber mal. Da waren die. Ich hasse Team Rocket. Tragossos arme Mutter. Sie konnte Team Rocket einfach nicht entkommen. Ich liebe diese Stadt. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Das ist Lavandia Pokémon-Haus. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? I don't know. Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Schade. Nidorino? Und du bist ein... Anton! Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Was für ein edler Mann. Habe ich schon mit dir geschnackt? Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die Team Rocket auf dem Gewissen hat. Ja, damals... Komm, Kinderverstand, da weiß... Da denkt... Zumindest ich habe nicht daran gedacht, von wegen hier, dass es darum geht, hier Pokémon zu töten. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen. Oh, und du, kleines Girl. Glaubst du an Geister? Ich bin ein Medium. Aber spaßeshalber? Hahaha, natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. Oh ja. Das mit der weißen Hand, das wurde so geil in dem Origins-Anime dargestellt. So krass. Mwah, liebe dein Lavandia. Der Pokémon-Turm. Der Pokémon-Turm wurde in Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Sag doch einfach gestorbene. Ich bete für Pipi.
Wie kann ich aufhören zu weinen? Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Natürlich. Das ist ja schließlich ein Friedhof. Vulcano, warum hast du mich verlassen? Wenn ich das wüsste. Aber it's the circle of life. Da gehört Tod dazu. Na, Pikachu. Tja, es ist gruselig, aber hier müssen wir durch. Ah, das wird witzig. Aber fürs Erste beende ich den Part. Egal, positiv oder negativ, wer hat schon mal gern gesehen? Etwas mal Seite, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. Und haltet immer schön eure Schulter im Auge.